Hallo Leute und willkommen zurück zu Galactic Civilizations 4. Wir spielen die Alpha-Version 0.45 und die Version ist zum Testen vorgesehen. So, mir ist eine Sache aufgefallen und zwar die Schiffsrollen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass bisher die Kämpfe sehr ähnlich stattfinden wie bei Teil 3. Und hier haben wir jetzt genauso wie bei Teil 3 die Schiffsrollen und dieses große Kampfschiff, die Retribution, das hat die Rolle Escort, also Begleitschiff. Und die anderen Schiffe hier, das sind Abfangjäger. Man kann aber bei den Schiffen, die man selber baut, kann man die Schiffsrolle vorgeben. Und zwar haben wir hier einmal die Bomber. Die werden wir jetzt einmal schauen, ob wir die sowieso besser machen können. Ja. Ah. Das war schon auf 5. Okay. Das ist also gleich geblieben, aber wir speichern das jetzt ab. Und hier kann man jetzt eine Schiffsrolle mitgeben. Diese Schiffsrolle, die jetzt hier ist, die wird automatisch ermittelt. Ist halt ein Abfangjäger, das heißt, das Schiff, das startet sehr weit vorne im Kampf und ist sehr aggressiv. Und wir ändern das auf Capital. Das ist auf Deutsch Heimatfeldschiff. Und sagen hier Bomber M1. Und das gleiche muss man abgewöhnen, da immer auf Dann zu klicken. Aber irgendwie. Ja. Okay. Das Schiff hat die Railgun eingebaut. Das ist auch die beste Waffe, die wir zur Verfügung haben. Im Bereich kinetischer Waffen. Und auch das speichern wir und sagen. Soll jetzt kein Interceptor sein, sondern ein Capital. So, dann haben wir das. Und wir hatten ja gesehen, dass unser großes Schiff hier den Typ Escort hat. Und Escort und Capital, die harmonieren wunderbar. Ja, also zumindest in Teil 3 ist es so und ich vermute mal, dass es in Teil 4 bisher immer noch genauso ist. Und ja, gehe einfach mal davon aus, solange ich keine andere Info habe. Und jetzt müssen wir halt unsere ganzen Schiffe, unsere kleinen, noch upgraden, dass sie die andere Schiffsrolle bekommen. Und das machen wir hier über dieses Menü. Und da sagen wir, die Bomber, die sollen zu Bomber M1 werden. Auch hier sehen wir die Schiffsrolle. Ja, also hier dann Capital und Bomber Interceptor. Dann machen wir das. Und bei den Guardians, die werden wir dann zu der Version M3 auf. Also wieder von Abfangjäger zu Hauptfeld. Capital. So, dann werden die abgegradet. Retribution bleibt wie sie ist und die Windrose auch. Gut. Da wird ein Frachter gebaut. Danach ein Arbeitsschiff. Und hier sind. Ah, da verlieren wir zwar dann ein paar Runden an Produktion, aber jetzt schauen wir uns noch die Schiffswerft in unserer bei unserer Heimatwelt an. Wird auch noch ein Frachter gebaut, okay. Gut, dann haben wir das. Ich werde euch noch mal den
Den Link zu dem Guide, den ich erstellt hatte, das war der Teil 3, Schiffs- und Flotten-Guide, dann in die Beschreibung packen. Oder auch jetzt hier in dem Video verlinken. Wenn ich das vergesse, könnt ihr das gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Dann reiche ich das nach. So, weiter geht's. Ja, hier wurde fleißig abgegradet. Und... ja, das sind jetzt alles Capital-Schiffe. Ah, nicht Goto. Schon okay. Nächste Runde. Der Wacht mal hier. Ja, 55 von 62. Bald ist die Retribution wieder voll einsatzbereit. Oh, und da ist ein Frachter. Die Altarianer. Die haben hier noch einen weiteren Planeten kolonisiert. Ich glaube die 5. Und... ja, hier von Arnor aus haben wir zu Altaria nach Wisp. Ahachi 2. Ach, Pantera 2 und Pantera 4. Eine Handelsroute, aber noch nicht. Zu der 5. Ein Blick in die Diplomatie. Wir haben offene Grenzen. Wir zahlen Tribut. Wir handeln miteinander, wir sind geschickt in Diplomatie und unsere Diplomaten haben sich für uns stark gemacht. Das sieht ja gut aus. Ja, bei Lord Kona. Da müssen wir nicht lange drüber reden, das wird nicht lange gut gehen. So. Wir können hier Richtung Secrecy gehen. Das möchten wir aber nicht. Aber man bekommt auch auf jeden Fall einen Kulturpunkt. Dann Richtung Innovation. Und nochmal eins auf Überreden und auch einen Kulturpunkt. Oder auf Grausam. Plus eins auf Einschüchtern und einen Kulturpunkt. Ja, wir nehmen das hier mit innovativ. Und dann können wir hier gleich einen zusätzlichen Punkt ausgeben im Ideologiesystem. Hier, Forschung. Wir können Scanner in unsere Sternbasen einbauen. Das kostet dann aber immer ein Tholium. Ah, und da haben wir nicht viel von. Und... hier könnte man noch angrenzende Planeten in der Produktion weiter unterstützen, aber das kostet dann Tekkapod-Scythe. 3 Stück. Die haben wir nicht. So. Bessere Raketenwaffen, bessere kinetischen Waffen. 8 zusätzliche Handelslizenzen. Ja. Der Lord Kona wieder. Noch ein Kolonieschiff. Na gut. Ja, zur Not packen wir hier irgendwo noch eine Kultursternbasis rein.
Aber da ist jetzt keine Gefahr in Vollzug. Einfach beobachten und dann. Was ist das schon? Wir haben den Kulturpunkt nicht bekommen. Habe ich da was übersehen oder ist einfach der Alpha-Version geschuldet? Ja, Alpha-Version 0.45, alles okay. So. Dann sehe ich irgendwo ein feindliches Schiff. Au. Eine Militärsternbasis. Keine verteidigenden Schiffe. Ja, ich glaube, das wird jetzt langsam mal Zeit, ja. Wir haben da 17 Schiffe zur Verteidigung. Ah, dort Corner, das war jetzt glaube ich zu viel. Retribution ist komplett geheilt. Ah, unsere Militärscheinbasen reichen da nicht hin. Das ist ja nur eine ökonomische Sternbasis. Tja, angeblich hätten wir da keine Verluste. Also wie gesagt, die Retribution hat halt die passende Schiffsrolle. Und bei Laser und Raketen hat sie auch Verteidigung. Also wenn immer nur die drei kinetischen Treffer durchkommen auf die Hülle. Wir haben insgesamt 36 Angriff. Ja. Eigentlich hatte ich die Idee gehabt, noch für die ganzen Anomalien hier, die stärkeren, anzugehen. Die Retribution dann zu buffen. Okay, was soll's. Hot Corner. Ach, wir machen das aber anders. Moment. So, wir erklären den Drench und den Krieg. Und was gebt ihr uns dafür? Gebt ihr uns ein Schiff, das... Na gut. Ist ja interessant. Wie sieht's denn mit Technologien aus?
Also die sind auf jeden Fall bereit, uns einiges zu geben, wenn wir jetzt gegen Lord Corner in den Krieg ziehen. Wow. Irgendwas Kleineres? Ja, so kann man einen technologischen Rückstand wieder aufholen. So, und dann sind wir im Krieg mit Lord Corner. Ja, der hat nur Feinde, keine Freunde. Und wir können ja nochmal schauen. Bei den Anführern. Ach, okay, dann geht der Diplomat direkt zurück. Alles klar. Okay, das macht natürlich auch Sinn. Bisher fand ich das ja ganz interessant, dass so die Diplomaten und die Spione gekoppelt waren. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich das auch noch gut finde. Also man hat jetzt keine Möglichkeit, also praktisch Strangers für sich spionieren zu lassen. Wenn man im Krieg ist. Ja, okay, machen wir weiter. Kann sich jeder seine eigenen Gedanken zu machen. So, und jetzt können wir hier die Sternbasis angreifen. Und gewonnen. Wir haben 19 Trefferpunkte verloren, aber alle Schiffe sind heil geblieben. Ja. Ja, hier haben wir natürlich gar keine Probleme, das eine Schiff zu besiegen. So, einmal da raus. Ein Schiff mehr geht noch. Oh. Ein Schiff wollte ich eigentlich. Okay. Dann haben wir hier die 10. Ah, kann man hier auch nochmal überprüfen. Aber da natürlich gar keine Probleme. Ah, da ist noch einer. Dann kann man natürlich die anderen auch nochmal zusammenfassen. Und auch das ist kein Problem. Ah, fliegen wir hier wieder. Ah, wir können nicht zurückfliegen, okay. Wir können jetzt hier in die Basis. Können wir ruhig die Scanner einbauen. Ah, einmal ein Thulium investieren für mehr Sicht. Ja. Vielleicht hilft das ja bei kritischen Situationen. Und hast jeweils ein Schiff dran. Ja. Okay, da sind keine Schiffe mehr dran.
Da haben wir Logistik 6 von 10. So, 6 von 10 ist natürlich auch nicht so viel. Achter und Arbeitschef. Ah, zwei Frachter. Ja, gut. Hier müssen wir natürlich jetzt schauen, weil da haben wir gar keine Verteidigung. Oben ist ein verteidigendes Schiff. Und da haben wir noch ein Schiff dran. Wenn die Gegner ihre Planeten gar nicht verteidigen, was sie hier aber tun, dann kann man die Kolonien sehr schnell einnehmen. Ah. Alpha-Version. Da oben, ganz oben, ist halt der Text. Teil vom Tooltip. Aber da steht nichts von wegen verteidigenden Schiffen. Da. Ja. Da sind Schiffe am Verteidigen. Ja, theoretisch können die uns jetzt HC1 wegnehmen. Waschen kostet 600 Credits. Ja gut, dann waschen wir mal ein bisschen. So. Mal dann in der nächsten Runde schon wieder ein paar mehr Schiffe zur Verfügung. Wie wird uns gesagt, wir hätten keine Verluste. Okay. Dieser Planet wird nicht verteidigt, doch. Ah, ich glaube, jetzt in die Berechnung, da wird noch eingefügt, dass wir im Reichweite der Kampfsternbasis sind, aber das werden wir dort nicht mehr sein. Wir haben noch 12 Verwirrungspunkte. Fliegen einmal zur Demonstrationsbecken dahin. Und okay, aber jetzt steht da immer noch, wir hätten keine Verluste und sie hätten völlige Verluste. Ja gut, wenn da nur so ein Schiff ist mit eins in Laser zum Beispiel und sonst gar nichts, dann gewinnen wir das natürlich. Wir werden hier mal eine Runde pausieren. Dann greifen wir da an. Und okay, damit haben wir unsere Aktion für diese Runde verbraucht. Da hätten wir moderate Verluste. Und aber den Kampf gewinnen. Und hier keine Verluste.
So. Ja, die Windrose hat's getankt und hat 15 von 30 Hitpoints verloren. Supportklasse. Ja. Da werden wir jetzt nichts investieren. So. Die Theoretische Bürschen, die soll sich noch ein bisschen heilen. Oh. Hier auf dem Planeten. So. Ja, und hier sind die gerushten Schiffe. Fliegen dann dahin. Zack. Da ist auch noch eins. Ach, da oben ist der Tooltip für die fürs Katscha-Flippen. Okay. Ja, dann fliegen wir rein. Und die 10. Ich hole es gleich an. Das Schiff kann sich nicht mehr bewegen. Wir fliegen einfach zur Sternbasis. Und jetzt können wir hier nochmal angreifen. Und jetzt belagern wir den Planeten eine Runde lang. Und da das keine Kernwelt ist, sondern nur eine Kolonie, brauchen wir keine speziellen Transporter. So. Ja, und hier das Gleiche. Ist keine Verteidigung dran. Da haben wir einen weiteren Frachter. Ah, ich schicke auch mal so darüber. So. Und so. Und da sehen wir ja. Wir haben einen Planeten. Die sind aber sehr unglücklich. Aber das ist natürlich auch klar. Da sind ja. Der eine hier, das wird ein Dungeon sein. Wenn wir dann. Gegen Lord Krona Krieg führen, dann sind die natürlich nicht glücklich darüber. So. Hier ist wieder ein unverteidigter Planet, also HC2. Da geht's weiter und ja, fliegen einfach mal nach unten. Der Frachter fliegt hier weiter. Da wird von der Sternbasis irgendwas abgeerntet. So. Und da ist unsere Flotte und die erfolgreich war. So eine Militärsternbasis. Die werden wir dann noch rausnehmen.
Da würde ich mal einen Zwischenstopp einlegen. So, unsere Heimatwelt. Wir haben fleißig geforscht, beziehungsweise von den Altarianern sehr viel Forschung bekommen, dafür, dass wir Krieg gegen Lord Kronach führen. Die Augen des Universums. Ja, hier kriegt man dann plus 1 zur Bevölkerung. Wenn man das hier reinsetzen würde, dann würde man die Angrenzen jeweils um 1 pushen. Aber da wir hier schon 2 von der Hauptstadt kriegen, wenn wir praktisch plus 2 bekommen, aber minus 3 abgezogen kriegen. Ja. Wenn man hier sowas dann nachher terraform, dann kann man das natürlich wunderbar da reinsetzen, dann kriegen die beide einfach plus 1 und wir verlieren nichts. Also, Fusionskraftwerk. Ja, das wäre hier natürlich absolut spitze. Ja, wir brauchen Terraforming-Möglichkeiten. Also fleißig weiter forschen. Ja, hier, die Intelligenz der Leute auf der Welt wird erhöht. Ah, so viele Möglichkeiten. Und wir werden jetzt einfach nur Geld scheffeln. Ja, der Planet ist unverteidigt. Da müssen wir jetzt wieder eine Runde lang belagern. Und der Frachter fliegt auch so. So. Oha. Moment. Ah, okay. Danke. Jetzt werden wir schon beschenkt von den Altarianern. Hier war doch gerade was. Moment. Ah. So geht das aber nicht. Ist ja natürlich viel stärker. Wir haben einfach die besseren Waffen eingebaut. Aber wir gehen da trotzdem mal zum Heilen darunter. Und ah ja, AC2 gehört uns. Aber HC4 ist verteidigt. Okay. Ah, für HC4 brauchen wir dann. Ein größeres Kaliber. Die Retribution zum Beispiel. Noch 2 Hitpoints. Na, das ist egal. So. Leichte Verluste. Ja,
Da müssen wir sehr hellhörig sein. Leichte Verluste bei der Aufstellung würde vermutlich dann heißen, dass die Retribution stirbt. Weil jetzt erst angegriffen wird. Die möchten wir nicht verlieren. Also. Meistens mit der Retribution noch auf Jagd gehen. Nach solchen Anomalien. Wenn sie dann entsprechend Erfahrung gesammelt hat, dann. Ja. Dann gehen wir in die Offensive. Tier 1. Ja, wir schon ein bisschen. Ja. Damit können wir da eine Sternbasis bauen. Die Antimaterie abernten. Okay, gut. Dann haben wir ja einiges gesehen. Ich werde noch für euch dann den Link schicken zum Guide. Oh. Und dann werden wir hier beim nächsten Mal noch auf Precursor-Anomalie-Jagd gehen mit der Retribution. Ah, natürlich nicht mit dem Destructor, sondern hier. Und dann schauen, dass wir mit Lord Kona klarkommen. Bisher läuft es ja sehr gut. Okay, macht's gut, Leute. Bye, bye.